Der Fluss fließt und der Spätsommerwind geht über die Ebene. Die Wassermelonen reifen. Irgendwo in der Ferne im Süden liegt die große Stadt New Orleans, liegt das Meer. Dorthin geht die Sehnsucht des Jungen, geht mit dem Fluss, der breit und träge dahinfließt. Huckleberry Finn liebt den Mississippi. Er ist Teil seines Lebens, seiner Träume. Er gibt ihm Nahrung, wenn er hungrig ist, gibt ihm Kühle, wenn die Sommerhitze die Haut verbrennt. Der Fluss ist voller Geheimnisse. Der Fluss ist sein Freund. Mit ihm unterhält er sich, wenn Tom Sawyer mal nicht da ist. Ihm vertraut er seine Sorgen und Wünsche. Ihm vertraut er seine Abenteuer an. Huckleberry hockt auf seinem Bootssteg und blickt auf den Fluss hinaus. Schaufelraddampfer qualmen flussaufwärts. Er winkt den Menschen, die an der Reling stehen. Huckleberry lässt die nackten Beine vom Wasser umspülen und überdenkt die Tage und Wochen, die er im Haus der Witwe Douglas lebt. Huckleberry Finn und sein Freund Tom Sawyer sind reiche Leute, seit sie das Geld fanden, das die Räuber in der Höhle versteckt hatten. Jeden Tag erhalten sie $1 Zinsen von Richter Thatcher. Davon lässt sie schon ganz gut leben, wenn man so genügsam ist wie Huck. Die Witwe Douglas hat ihn in ihr Haus genommen und will einen gesitteten Menschen aus Huck machen. Wenn Huck nur nicht so widerborstig wäre. Aber die Witwe lässt nicht locker. Du musst fleißig beten, Huckleberry Finn. Und was du erbittest vom Herrn, wird dir erfüllt. Ich hab's ja probiert. Für meine Angel fehlt mir ein Haken. 4-mal hab ich gebetet, dass ich einen Haken bekomme. Denn ohne Haken nützt mir die Angel einen Dreck. Aber es hat nicht funktioniert und ich muss die Fische nach wie vor mit den Händen fangen. Vielleicht versuchen Sie's mal für mich, Mrs. Douglas. Ach, du bist ein Narr, Huck. Um einen Angelhaken betet man nicht. Durch Beten bekommt man geistige Güter. Ach so. Huck leuchtet diese Logik nicht ein. Was soll er mit geistigen Gütern anfangen? Viel lieber sitzt er am Fluss, blickt den Dampfern nach und kaut seine Wassermelone, die er sich von einem der Felder geholt hat. Huck denkt an die Tage, an denen er noch frei und ungebunden durch die Felder stromerte, nichts wusste von Moses und dem ABC. Freilich, ein bisschen hat er sich schon an die Ordnung im Haus gewöhnt, an die Witwe und vor allem an den Neger Jim, der als Sklave bei der Witwe lebt. Mit Jim hat Huck sich rasch befreundet. Jim glaubt an Geister und Jim kann einen Haarball dazu bringen, Hucks Schicksal zu prophezeien. Huck schaut zum Haus hin. Jim sitzt auf den Stufen der Freitreppe und döst in der Nachmittagssonne. Huck schlendert zu ihm hinüber, bleibt dicht vor Jim stehen, lächelt, stößt ihn leise mit dem Finger an. Na los, Jim. Lass mich wissen, was dein Haarball erzählt. Ach, Huck, ich dir schon ein paar Mal erzählt. Du werden großen Ärger haben in deinem Leben und große Freude. Manchmal du werden Wunden haben und manchmal du werden krank sein. Du sollen wegbleiben von Fluss. Denn Fluss steigt und du werden in Gefahr kommen. Du sollen nicht umkommen in Fluss, weil du werden aufgehängt an Ankerspitzen von Dampfer. Was für ein Unsinn, Jim. Du redst wie Moses und die Propheten. Du, Jim, erzähl mir lieber was von meinem Alten. Ich hab im Dorf gehört, der soll wieder in der Gegend sein. Und ich hab so ein bisschen Angst. Er ist in Kammer von Huck, im Haus. Geh hinauf. Er warten schon ganzen Nachmittag auf dich. Huck öffnet die Tür zu seiner Kammer. Sein Herz schlägt bis zum Hals. Im Dämmerlicht sieht er seinen Vater am Tisch sitzen. Das Haar hängt ihm schmierig und lang ins Gesicht. Die Augen funkeln Huck entgegen, der sich furchtsam nähert, denn der Alte hat ihn oft genug geprügelt, vor allem wenn er betrunken war. Und das war er meistens.
Komm näher, Söhnchen. Komm näher. Lass sie mal betrachten. Ein Jahr lang habe ich dich nicht gesehen. Starr nicht so auf meine Lumpen, willst du wohl ein, du bist was Besseres, seit du hier in dem Haus wohnst, ne? Vielleicht bin ich's, vielleicht auch nicht. Du sei nicht unverschämt. Ich werde die Mucken schon austreiben. Hat dir denn die Großkotzin Allian beigebracht, ne? Die Witwe. Die Witwe. Alle Achtung. Deine Mutter konnte nicht lesen und nicht schreiben, wüsste sie ihren Tod nicht. Keiner aus der Familie hat sie gekonnt, bis er starb. Nicht mal ich kann's, aber du plusterst dich auf. Ich lass mir sowas nicht bieten, du geschniegeltes Herrchen. Machst Fettlebe, ne? Ein Bett, sauberes Bettzeug. Ein Spiegel auch noch und ein Stück Teppich auf den Dielen. Allerhand. Und dein Vater, der muss bei den Schweinen in der Gerberei schlafen. Du, ich treib's dir aus, ehe wir miteinander fertig sind. Das heißt, du wärst reich? Ich hab kein Geld. Schwindel! Richter Thatcher verwahrt's für dich. Du holst es ab, ich brauch's. Am Illinois-Ufer, 3 Meilen stromab, steht eine Blockhütte, versteckt unter Büschen und alten Weiden. In diese Hütte sperrt der Alte den Jungen und prügelt ihn an allen Tagen, an denen er vom Whisky betrunken nach Hause kommt. Dann zieht er ein Messer und schreit, er werde ihn umbringen. Auf der Stelle. Huck weicht zurück und zittert vor Angst. Der Alte aber sackt an der Tür zu Boden und dusselt ein. In seiner Todesangst nimmt Huck die Flinte vom Haken, legt sie quer über ein Rübenfass und richtet den Lauf auf den Alten. So sitzt er und lauert 1 Stunde und länger. Dann überwältigt ihn der Schlaf. Los, steh auf! Was soll das heißen? Was machst du mit der Flinte da? Ja, die Flinte... Es war jemand an der Tür in der Nacht, versuchte reinzukommen, da habe ich ihm aufgelauert. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab's ja versucht, aber du warst nicht wach zu kriegen. Na schön. Ruck doch nicht den ganzen Morgen hier rum, raus! Sieh nach, ob ein Fisch an der Angel ist zum Frühstück. Ich mach derweil Feuer. Huck schlendert langsam zum Ufer. Er weiß, er muss noch heute fort. Der Fluss steigt seit Tagen. Im Wasser treiben Stämme von Klafterholz. Plötzlich entdeckt er ein Boot. Ein wahres Prachtexemplar von einem Boot. Kopfüber springt Huck ins Wasser. Mit ein paar kräftigen Schwimmstößen kann er das Boot außenbords fassen, klettert hinein, packt die Ruder und treibt mit raschen Schlägen stromab in eine kleine Bucht. Dort verbirgt er es sorgfältig unter überhängenden Zweigen. Dann rennt er zurück, zieht die Angeln aus dem Wasser. Was dran an den Angeln? Katzenwälse. Wovon bist du so nass? Ich bin vom Ufer abgerutscht und in den Fluss gefallen. Dummkopf! Beeil dich! Ich muss dann ins Dorf. Diesen Augenblick hat Huck herbeigesehnt. Seine Flucht ist gut vorbereitet. Er schleppt alle Vorräte, die im Haus sind, zu seinem Boot. Kaffee, Zucker, Mehl und die restliche Munition für die Flinte. 2 Decken, die Säge, eine Schmorpfanne, Angelleinen, Zündhölzer und anderen Kram. Dann schießt er im Wald ein Wildschwein, zerrt es durch die Hütte, den Pfad zum Steg hinunter. Eine breite Blutspur markiert den Weg. Huck täuscht einen Mord vor. Den Mord an Huckleberry Finn. Es ist soweit. Huck kann verschwinden. Er schiebt das Boot aus dem Gewirr der Zweige ins offene Wasser, springt hinein und treibt es mit den Rudern in die Mitte des Stromes. Die Strömung wirbelt das Boot ein paar Mal herum. Dann hat Huck das Steuer fest in den Händen. Sein Ziel ist klar. Er wird zur Jackson-Insel fahren
Dort wird er sich ein Versteck einrichten. Er kennt die Insel gut. Als Huck am anderen Tag erwacht, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Es ist Zeit, die Insel gründlich zu erkunden. Auf einer kleinen Lichtung entdeckt er Reste eines Lagerfeuers. Leichter Rauch steht noch über der Asche. Hucks Herz trommelt irrsinnig. Erregt spannt er den Hahn der Flinte. Wer ist noch außer ihm auf der Insel? Ist er entdeckt? Verfolgt ihn schon jemand? Huck findet den ganzen Abend keine Ruhe. Er macht sich auf, die Lichtung noch einmal anzuschleichen. Nach einer Weile sieht er Feuerschein zwischen den Bäumen. Als er näher heran ist, erkennt er dicht neben dem Feuer einen Mann am Boden. Der Mann reckt sich und steht auf, wirft noch ein paar Zweige aufs Feuer. Huck erkennt ihn. Es ist Jim, der Neger der Witwe Douglas. Jim! Hallo, Jim! Jim erschrickt und starrt Huck, der langsam näher kommt, entsetzt an. Er fällt auf die Knie, legt die Hände flehend zusammen. Mir nichts tun, mir nichts tun. Ich immer mögen tote Leute und nie was getan. Du wieder zurückgehen in den Fluss und nichts tun, Jim. Jim, Jim, ich bin noch Huckleberry Finn. Du sein Geist, Huck tot, Mause tot, ermordet und in Fluss geworfen. Aber fass mich doch an, Jim, bin ich denn tot? Nein, 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 ich, lass mich. Lauf nicht weg, Jim. Pass auf, ich mach dir meinen Pfiff vor. Hm? Na, können Tote pfeifen? Weiß Gott. Tom Sawyer hat erzählt, du tot. Das habe ich doch nur vorgetäuscht, Jim. Der Tom hätte das nicht besser gekonnt. Du sag mal, Jim, wie kommst denn du hierher? Ich? Ich bin weggelaufen. Jim? Huck, du nicht verraten, Jim. Natürlich, ich sag nichts. Na, erzähl's mir, was war denn los? Vor ein paar Tagen kamen Sklavenhändler. Ich bekomme Angst und lauschen an Tür bei Witwe. Witwe sagen, will mich verkaufen für $800. Ich laufen, bin auf Jackson-Insel hierher und mich verstecken. Jim, ich find's prima, dass du hier bist. Los, komm. Ich hab Mehl und Speck und Kaffee. Hä? Wir machen uns ein Festmahl auf deine Flucht und auf meinen Tod. Huck und Jim genießen die Freiheit, die sie sich mit der Flucht errungen haben. Die Insel birgt 1000 Schätze. Huck fühlt sich als Herr der Insel. Nach Tagen besinnt er sich, dass es gut wäre, mal ans andere Ufer zu fahren, um zu erkunden, ob man seinen Tod betrauert und den Freund vielleicht verfolgt. Denn ein entflohener Sklave ist ein Verbrecher in den Südstaaten. Um nicht erkannt zu werden, zieht Huck Mädchenkleider an, die Jim und er mit allerlei Hausrat aus einer alten Hütte geborgen haben, die das Hochwasser flussabwärts trieb. Huck, als Mädchen verkleidet, lässt sich von Jim noch einen passenden Hut auf den Haarstopf drücken, dann rudert er los. Am Illinois-Ufer macht er das Boot unterhalb des Ortes fest und schleicht sich an das erste Haus heran. Durch das Fenster sieht er im Licht der Tischlampe eine Frau, die ihm unbekannt ist. Huck nimmt allen Mut zusammen und klopft an die Tür. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Na komm rein, Mädchen. Setz dich doch. Wie heißt du denn? Sarah. Williams. Sarah Williams. Wohnst du in der Nachbarschaft? Nein, in Hookerville. Sieben Meilen flussabwärts. Ich bin den ganzen Weg gelaufen und schrecklich müde. Hungrig sicher auch. Ich hol dir was. Nein, 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 danke. Ich muss nämlich zu meinem Onkel, Ebner Moore, und ihm sagen, dass meine Mutter krank ist. Er wohnt am anderen Ende vom Dorf, der Onkel. Das ist noch ein ziemliches Ende, was? Ja. Nimm doch den Hut ab. Nein, nein, ich gehe schon wieder. Ich wollte mich nur ein bisschen ausruhen. Ich finde es ja leichtsinnig von deiner Mutter, ein Mädchen wie dich so halb in der Nacht so einen weiten Weg allein gehen zu lassen. Warte mal hier, bis mein Mann zurück ist. Der bringt dich hin. Ach wo? Na, die Gegend ist ziemlich unsicher.
Neulich erst ist ein Junge in deinem Alter ermordet worden. Ah. Huckleberry Finn heißt er. Kanntest du ihn? Nein. Nee. Sein Vater soll's gewesen sein. Nur andere sagen, wie dann entlaufener Nigger war. Sie haben eine Belohnung auf seinen Kopf gesetzt. $300. 300? Auf den alten Finn auch, aber nur 200. Aber wenn sie den Nigger kriegen, werden sie in lynchen, denke ich. Sind sie denn hinter ihm her? Na, du bist vielleicht naiv. Liegen denn jeden Tag $300 auf der Straße? Man vermutet sogar, dass er sich vielleicht auf der Jackson-Insel versteckt hat. Na, jedenfalls habe ich gestern und heute Rauch da drüben auf der Insel beobachtet. Na, mein Mann wird morgen früh mal mit ein paar Leuten rüberfahren und nachsehen, ob was dran ist. $300? Tja, das ist eine Menge Geld, ne? Meine Mutter könnte es brauchen. Die Männer werden auch schon eine Verwendung dafür haben, meinst du nicht auch? Wie war doch gleich dein Name? Mary. Mary Williams. Mary? Hm? Hast du nicht vorhin Sarah gesagt? Ja, habe ich. Sarah Mary Williams. Sarah ist mein erster Name. Manche nennen mich Sarah, manche Mary. Aha, ja. So ist das. Hm? Und wie heißt denn du wirklich? Bill oder Tom? Oder Bob? Sie machen sich lustig über ein armes Mädchen wie mich. Bleib sitzen. Du kannst mir vertrauen. Du bist doch sicher ein entlaufener Lehrling. Ich hab's rasch gemerkt, ein Mädchen sitzt ganz anders. Na, und wie heißt du nun wirklich? George. George Peters. Schön, George. Na, merk dir's gut, damit du nicht gleich sagst, du heißt auch noch Alexander. Ja, nun zieh ab, du Sarah, Mary, George, Alexander. Und wenn du in die Klemme kommst, dann lass es mich wissen. Ich helfe dir gern. Na, den Weg wirst du schon finden. Ein Junge wie du hat ja keine Angst, in der Nacht allein durchs Dorf zu gehen. Stimmt's? Huck nimmt die Beine unter den Arm, als er endlich draußen ist. Hastig macht er das Boot los und ist in wenigen Augenblicken auf der Insel. Er jagt zur Höhle. Zweige und Äste zerschammen sein Gesicht. Er stolpert, stürzt, rafft sich wieder auf. Jim liegt in der Höhle in tiefem Schlaf. Jim! Jim! Steh auf, beeil dich, wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, Huck, was ist? Sie sind hinter uns her. Du sollst gelyncht werden. Jim ist sofort auf den Beinen. Eilig raffen sie ihre Habseligkeiten zusammen und löschen das Feuer. Sie verstauen ihre Sachen auf dem Floß, das sie aus Stämmen und angetriebenen Floßteilen in den letzten Tagen zusammengezimmert haben. Dann binden sie das Boot ans Floß und legen ab. Die Insel verschwindet hinter ihnen in der Nacht. Der große Strom trägt das Floß in rascher Fahrt nach Süden. Herrlich sind die Sterne in der Nacht über dem unendlichen Land. Herrlich die Lieder, die Jim leise singt. Was für ein wunderbares Leben. Wie weit liegt die schreckliche Zeit der Gefangenschaft beim Vater schon hinter ihm? Plötzlich entdeckt Huck am steilen Missouri-Ufer Lichter. Jim ist völlig aus dem Häuschen. Wir seien gerettet, Huck. Wir seien gerettet. Freu dich doch. Da seien endlich die gute alte Stadt Kairo. Jim wird frei sein, wenn das Kairo. Jim wird arbeiten und viel Geld sparen und Frau und Kind loskaufen von Plantage. Ich werde das Boot nehmen und mal nachsehen, Jim. Vielleicht stimmt's nicht. Jim reicht Huck rasch die Ruder ins Boot. Mit kraftvollen Schlägen gleitet es dem Ufer zu. Plötzlich taucht vor Hucks Boot ein Kahn auf. Zwei Männer sitzen darin mit Flinten. Sie halten Huck an. Hey, Kleiner? Ja? Was ist denn das da drüben? Ein Stück vom Floß. Gehörst du da drauf? Ja. Ist noch wer drauf? Ja, noch einer. Heute Nacht sind 5 Nigger hier in der Gegend ausgebrochen, die wir jagen. Ist der Kerl weiß oder schwarz? Er ist weiß, Sir. Sehen wir spaßenshalber mal nach, John? Klar, Parker, los. Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich prima. Papp ist nämlich auf dem Floß und vielleicht können Sie mir helfen, ihn ans Ufer zu bringen. Da, wo die Lichter sind. Er ist nämlich krank. Zum Teufel, wir haben es eilig. Also los. Ja, Papp wird Ihnen schrecklich dankbar sein. Alle, die ich bis jetzt gebeten habe, sind immer gleich ausgerissen. Ausgerissen? Ja. Stopp mal, Parker. Hey, was sagst du? Was hat denn dein Alter? Ach, das ist nichts Schlimmes. Nichts Besonderes. Du lügst. Was hat er? Sag's. Er hat
Sie brauchen ja bloß ein Stück nach vorn zu rudern und ich werfe Ihnen einfach das Tau zu. Da brauchen Sie gar nicht dicht dran ans Floß. Kehr um schon, verdammt, der Alte hat die Pocken. Und du, Junge, du weißt ganz genau. Warum sagst du das nicht sofort? Ich hab's ja immer gleich gesagt und sind die Leute sofort getürmt. Na, lass gut sein. Darüber, ans Ufer, kannst du nicht. Da ist bloß ein Holzplatz. Versuch's 20 Meilen Strom ab. Ich leg dir hier ein 20-Dollar-Stück hin. Brauchst du doch sicher, wie? Von mir auch noch eins, hier. Und mach's so, wie wir dir's gesagt haben. Und wenn du einen von den ausgerissenen Niggern siehst, halt ihn fest. Kannst eine Masse Geld mitverdienen. Ja, danke schön auch. Ich lass mir keinen durch die Lappen gehen. Jim, Jim. Ich sein im Wasser, Huck. Ich alles gehört. Sind sie weg? Ja, nichts mehr zu sehen. Mein Gott, wie hast du Männer angeführt. Dass Jim dir niemals vergisst. Du, Jim, gerettet. Wieder vergehen Tage und Nächte. Nächte und Tage auf der abenteuerlichen Reise unserer Freunde. Eines Morgens nimmt Huck das Boot, um zu erkunden, wie weit sie schon auf ihrer Fahrt in südlicher Richtung gekommen sind. Auf einem Nebenarm des Mississippi treibt er sein Boot flussauf. Da sieht er zwei Männer rennen. Schreck überkommt ihn. Sollten sie hinter ihm und Jim her sein? In der Ferne tauchen Hunde auf. Huck wendet das Boot. Hey, Kleiner, nicht so hastig! Warte auf uns! Du musst uns retten! Hey, komm rein mit dem Boot! Man verfolgt uns unschuldige Männer mit Hunden! Die Hunde sind noch ein Ende weg! Lauft da am Ufer lang und wartet noch ein paar Meter durchs Wasser, dann verlieren die Hunde die Spur! Abgehetzt steigen die beiden Männer 200 Schritte flussab in Hucks Boot. Huck rudert zur Insel zurück. Während der Überfahrt mustert er die Männer neugierig. Der eine scheint so an die 70 Jahre alt zu sein, nach der glänzenden Glatze und dem eisgrauen Schnurrbart zu schließen. Der andere mag an die 30 sein. Huck lauscht ihrer Unterhaltung und erfährt, dass sie sich gerade erst getroffen haben und ihr Geld auf die eigentümlichste Weise verdienen. Kaum in Sicherheit tun sie, als gehöre das Floß nur ihnen allein. Das Essen, das Jim bereitet, schlingen sie hungrig hinein. Gesättigt schweigen sie eine Weile. Dann seufzt der Jüngere. Warum seufzt du denn? Gott, wenn man bedenkt, in was für Gesellschaft man gerät. Verflucht bin ich ja nicht mehr gut genug. Ah, doch, doch, doch. Ich bin ja selber schuld, dass ich so runtergekommen bin. Ich mache Ihnen ja keine Vorwürfe, meine Herren. Der spinnt, Jim. Glaub mir, der spinnt fast so gut wie Tom Sawyer. Ach, soll die Welt mir alles nehmen, die ich einst geliebt war und reich. Einmal wird das Grab für mich offen stehen und mein armes Herz wird für immer ausruhen. Und das Geheimnis meiner Geburt wird ins Grab sinken. Das was? Das Geheimnis deiner Geburt? Meine Herren, ich will es Ihnen offenbaren. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Von rechts wegen bin ich ein Herzog. Das ist nicht die Möglichkeit. Doch. Mein Urgroßvater, der älteste Sohn des Herzogs von Bridgewater, flüchtete gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in dieses Land und verehelichte sich hier. Er hinterließ, als er starb, einen Sohn. Sein Bruder in England betrog ihn um sein Erbe. Ich aber bin der legitime Erbe von Schloss, Titel und Herzogtum Bridgewater. Verdammt unter eine Gesellschaft von Landstreichern auf dieses Floß im Mississippi. Hör mal, Bridgewater.
Du tust mir mächtig leid. Aber du bist nicht der Einzige auf dieser Welt, der solchen Kummer hat. Nein? Nein. Kann ich Vertrauen zu dir haben? Bis zum Tod. Herzog, ich bin der letzte Delfin. Was bist du? Jawohl. Deine Augen sehen in diesem Moment den armen, verschollenen Delfin vor sich. Den Sohn Ludwig des 16. unter Marie Antoinette. Ich bin der König, Ludwig der 17. Du, bei deinem Alter? Du bist doch mindestens Karl der Große. Das hat der Kummer getan, Herzog Bridgewater. Der Kummer hat mein Haar grau gemacht und die Glatze gebracht. Vor Ihnen, meine Herren, steht in blauem Zeug und Armseligkeit der leidende, rechtmäßige König der Franzosen. Der Herzog und der König waren die gerissensten Betrüger in der ganzen Gegend. Das fanden Huck und Jim bald heraus. Huck wurde gezwungen, die Raubzüge und Betrügereien in den Dörfern mitzumachen, was ihn mehr und mehr verdross. Eines Nachmittags legt das Floß an einer bewaldeten Insel an. Der Herzog und der König machen sich landfein und befehlen Huck, sie zu begleiten. In der Nähe einer Landspitze unweit der Stadt ankert ein Dampfer. Die beiden Gauner steigen mit Huck ins Boot. Der König lacht und wendet sich dem Herzog zu. So wie ich angezogen bin, ist es besser, wenn ich vorgebe, von St. Louis, Cincinnati oder einer anderen Großstadt zu kommen. Fahr uns zu dem Dampfer rüber, Huckleberry. Wir werden mit ihm das letzte Stück bis zur Stadt zurücklegen. König, sieh mal. Da sitzt aber ein netter Junge am Ufer mit ein paar teuren Reisetaschen. Nehmen wir ihn mit. Vielleicht lohnt sich's. Fahr ans Ufer ran, Huckleberry. Wie Majestät befehlt. Scheint allerhand hübsche Sachen in seinem Gepäck zu haben. Abwarten, Herzog. Wohin wollen Sie, junger Mann? Zum Dampfer nach New Orleans. Steigen Sie ein. Augenblick, Augenblick. Mein Diener wird Ihnen die Taschen tragen helfen. Adolphus, sei dem Herrn behilflich. Los, Huck, du bist gemeint. Was? Ach so, wie Majestät befehlen. Upsala. Danke, danke schön, danke. Wie ich Sie zuerst gesehen habe, dachte ich, Sie sind sicher Mr. Wilkes. Aber dann dachte ich, wenn er es wäre, würde er nicht mit dem Boot den Fluss raufkommen. Sie sind doch nicht Mr. Harvey Wilkes, nicht wahr? Nein, nein, mein Name ist Blodgett, Reverend Blodgett. Ah, ja. Ich bin ein bescheidener Diener Gottes. Mr. Wilkes wird nämlich aus England erwartet. Sein Bruder Peter Wilkes lag bis gestern Abend im Sterben und hat ihm ein großes Vermögen hinterlassen. Er hätte viel darum gegeben, wenn er Harvey Wilkes vor seinem Tode noch mal hätte sehen können. Hat Harvey Wilkes den Bescheid bekommen? Ja, ja, vor 2 Monaten schon. Er ist Prediger drüben in England und noch nie hier gewesen. Wer weiß, ob er den Brief überhaupt bekommen hat? So schade, dass ich die Brüder nun nicht mehr in dieser Welt sehen konnte. Der König heuchelt tiefes Mitleid. Im Kopf aber hat er schon seinen Plan fertig. Der junge Mann muss ihm in allen Einzelheiten die Familiengeschichte der Wilkes erzählen, bevor er an Bord des Dampfers geht, der ihn nach New Orleans bringt. Dann starten die beiden Gauner ihren großen Betrug. Sie stoppen den Dampfer, der aus Cincinnati kommt, fahren die 3 Meilen zur Stadt mit, gehen an Land, erkundigen sich beim ersten besten Bürger, der ihnen begegnet, nach der Wohnung von Peter Wilkes und sind sofort von teilnahmsvollen Menschen umringt. Da sie ungemein seriös gekleidet sind, hält man die beiden für Harvey Wilkes und dessen taubstummen Bruder William, den der Herzog mit aller Raffinesse spielt. Huck ist ihr Diener. Die 3 Töchter, Mary Jane, die älteste vorweg, fallen dem vermeintlichen Onkel aus England weinend um den Hals. Mary Jane holt einen Brief ihres Vaters, der das Testament enthält. Demzufolge erben die Gaunerbrüder $3,000 in Gold. Und weitere 6.000 sollen im Keller versteckt liegen. Sie hatten's mächtig eilig, in den Keller zu kommen. Huck nimmt eine Kerze und folgt ihnen. Sag, was du willst. Bruder vom reichen Mann zu sein, der gestorben ist, und die Erben vertreten, die nicht da sind,
Das ist das Richtige für dich und für mich, Herzog. Ich habe viele Wege versucht, aber einen besseren gibt's nicht. Na, was ist? Stimmt was nicht mit den Golddollar? Wie viel sollen das sein? 6.000 stand in dem Brief. Leuchte, Huckleberry. Das sind aber bloß 5.585. Der Alte war todkrank. Er wird sich verzählt haben. Wir müssen aber das Geld oben vorzählen. Und wenn's nicht stimmt, schöpfen die vielleicht Verdacht und denken, wir haben den Riss geklappt. Ich hab's. Wir tun den Rest aus der eigenen Tasche drauf. Nun, für die kleine Weile. Mensch, Herzog. Du hast einen klugen Kopf. Hastig raffen sie das Geld zusammen, füllen den Beutel aus der eigenen Tasche auf und steigen nach oben. Die Familie und viele Freunde des Hauses sind um den Tisch versammelt. Der König hält eine Rede, die den versammelten Tränen der Rührung in die Augen treibt. Dann tritt er zu Mary Jane und reicht ihr den Beutel. Hier, liebe Mary Jane, Susan und Joan, nehmt das Geld, nehmt alles. Es ist eine Gabe von dem, der da liegt, kalt und tot, aber im Besitz der Seligkeit. Die Mädchen drücken den Gaunern die Hände, umarmen sie. Von der Tür her aber drängt sich ein Mann ins Zimmer. Er beobachtet das rührende Getue. Darum ist es eigentlich nur in der Ordnung, dass die Begräbnisorgie öffentlich stattfindet. Ich sage Orgie nicht etwa, weil das der rechte Ausdruck ist. Man sagte früher Obsequien, aber in England, woher wir kommen, hält man das für veraltet. Wir nennen das Orgie. Sie wollen Engländer sein? Sie wollen Harvey Wilkes sein? In meinem ganzen Leben habe ich keinen so miserabel Englisch reden hören. Das sind Betrüger. Was? Mary Jane, du weißt, dass ich euer Freund bin. Hör auf mich. Schmeiß diese traurigen Schurken raus. Oh. Dr. Robinson, ihr kennt meine Onkel nicht. Es steht euch schlecht an, sie so zu beleidigen. Hier, das ist meine Antwort. Bitte, Onkel Harvey, nimm, auch für Onkel William, diesen Beutel mit den 6.000 Dollar. Legt sie für mich und meine Schwester so an, wie ihr es für richtig haltet. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber ich sage euch, die Zeit wird kommen, wo ihr mit Schrecken an den heutigen Tag zurückdenkt. Klar, Doktor, dann werden wir nach euch schicken. Huck hat voller Spannung das Erscheinen von Dr. Robinson beobachtet. Er hofft, die Schurken würden entlarvt. Am Abend ist Huck allein in der Kammer, die die Mädchen ihm zum Schlafen zugewiesen haben. Er überlegt, wie er die Gaunerei vom König und Herzog verhindern kann. Soll er zu Dr. Robinson gehen? Dann werden die beiden Betrüger erfahren, dass er sie verraten hat, und Huck und Jim werden ihres Lebens nicht sicher sein. Soll er Mary Jane warnen? Aber sie hat nicht auf Dr. Robinson gehört, da wird sie ihm auch nicht glauben. Das Wichtigste ist, er muss den beiden den Beutel mit Geld abnehmen. Dann kann er Mary Jane vielleicht doch noch warnen. Huck schleicht sich leise ins Zimmer des Herzogs und versteckt sich unter einem Kleiderbündel. Kaum ist er darunter verschwunden, erscheinen die beiden und schließen die Tür hinter sich. Mir ist die Sache nicht geheuer, König. Der Doktor liegt mir schwer im Magen. Aber ich habe eine Idee. Was denn, Herzog? Wir schnappen uns das Gold und verschwinden so schnell wie möglich flussabwärts. Ich bin für kurzen Prozess. Bist du verrückt? Erst noch den Rest von dem Eigentum hier verscherbeln. Wir haben den Mädchen weisgemacht, wir nehmen sie mit nach England. Die packen doch schon zusammen. Und wenn wir das Haus und den anderen Kram morgen versteigern, kriegen wir noch eine schöne Stange Geld. Sollen wir da wie Idioten abhauen? Ich weiß nicht mehr, so mulmig. Der Sack voll Gold ist doch genug. Ich will die Mädchen nicht um das Letzte bringen. Quatsch! Wenn wir weg sind, ist die Versteigerung ungültig und sie kriegen es sowieso zurück. Aber wir haben den Rahmen abgeschöpft. Den Sack mit dem Gold steckt dort in die Strommatratze.
Da ist sicher, bis wir morgen verduften. Huck hat gespannt zugehört. Als die beiden aus dem Zimmer sind, macht er sich über die Matratze her und holt den Beutel hervor. Er schleicht in seine Kammer zurück und wartet, bis im Haus alles ruhig wird. Dann geht er vorsichtig die Treppe nach unten. Den Goldbeutel trägt er in der Hand. Er weiß noch nicht, wo er ihn verstecken soll. Plötzlich hört er Schritte. Rasch ist er im Wohnzimmer. Er sieht den Sarg, legt den Beutel hinein und verbirgt sich hinter der Tür. Mary Jane kommt herein und kniet am Sarg nieder. Diesen Augenblick benutzt Huck, um in seine Kammer zu schlüpfen. Voller Unruhe legt er sich aufs Bett und schläft erst spät ein. Hey, wach auf, Huckleberry. Schläft wie eine Ratte mitten in den Tag hinein, das Bürschchen. Na, was? Endlich. Bist du vorige Nacht in meinem Zimmer gewesen? Was? Nein, Euer Majestät. Bist du gestern am Tag oder am Abend drin gewesen? Nein, Euer Majestät. Dein Ehrenwort. Lüg nicht. Mein Ehrenwort? Ich sag Euer Majestät die Wahrheit. Hast du wen sonst reingehen sehen? Nö. Euer Gnaden, also nicht, dass ich mich erinnere. Denk nach. Nö. Ach doch, ja. Ein paar Mal habe ich die Neger reingehen sehen. Was? Die Neger? Mensch, wann war das? Tja, ich glaube so gestern Abend, als ich schlafen ging. Heiliges Kanonenrohr, das ist ein starkes Stück. Das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten. Fein haben die das gedreht. Klauen uns die Dollar und lassen sich dann in aller Herrgottsfrühe versteigern. Und jetzt sind sie mit dem Geld und ihrem neuen Herrn auf und davon. Euer Gnaden, ist denn was schiefgegangen? Na, was geht das dich an? Halt dein Maul und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Wir müssen schlucken und still sein. Dicht halten! Das ist jetzt die Parole. Huck hat die beiden Gauner überlistet. Er muss nur noch sehen, dass Mary Jane ihm Glauben schenkt und ihm behilflich ist, die Gauner reinzulegen. Er erzählt ihr von dem Betrug, der an ihr und den Schwestern begangen worden ist. Jetzt taucht auch Dr. Robinson mit den wirklichen Erben auf und stellt sie den Betrügern gegenüber. Der Sarg wird geöffnet und dabei wird das Gold entdeckt. In dem Durcheinander, das entsteht, macht Huck sich aus dem Staub, froh, dass er die beiden Gauner los ist. Er erreicht das Floß, auf dem Jim schon ganz verzweifelt wartet. Aber noch ehe Huck und Jim die Leinen loshaben, sind der Herzog und der König wieder da. Auch sie haben den Tumult genutzt und sind entkommen. Wohin ist die Freiheit, die Huck erträumte? Wohin die Freude, die Jim und er in den ersten Tagen der Reise hatten? Wohin die Schönheit des Flusses, der Sterne, der Tage und Nächte? Er sinnt auf die Chance, die Gauner loszuwerden, beobachtet sie, während das Floß in der Mitte des Stromes dahintreibt. Jim ist traurig, denn sein Tagwerk ist der Dienst am König und am Herzog, die ihn behandeln, als sei er ihr Sklave. Huck ist voller Hass auf die Gauner, denen sie ausgeliefert sind, ausgeliefert mit Haut und Haaren. Er wird das Gefühl nicht los, dass sie etwas Ungeheures vorhaben. Sie flüstern und schielen zu Huck und Jim. Aber Huck bekommt nicht heraus, worüber sie tuscheln. Der Herzog verlangt, am folgenden Tag an Land gesetzt zu werden. Huck muss ihn begleiten, während Jim und der König auf dem Floß bleiben. In der Nähe ist eine kleine Siedlung. Der Herzog und Huck pirschen sich über die Feldwege von der Landseite an die Siedlung heran. Nach einer Stunde nähern sie sich der Kneipe und finden den König, der angetrunken und gröhlend an der Theke hockt. Die Gauner grinsen sich an und verlangen Whisky. Huck nimmt die Gelegenheit beim Schopf und schleicht davon. Er rennt zum Floß. Er wird sich mit Jim und dem Floß aus dem Staub machen, ehe die Betrüger folgen können. Vom Ufer schon ruft er nach Jim. Er soll das Floß losmachen. Aber Jim antwortet nicht. Jim ist verschwunden. Huck setzt sich am Ufer nieder. Er fühlt die Einsamkeit, die ihn nie so packte wie in diesem Augenblick. Wo mag Jim sein? Er sieht einen Jungen über die Wiesen kommen
und ruft ihn an. Hey, du! George! Ich heiße Thomas. Merk dir das. Aha. Na, meinetwegen, Thomas. Hast du Neger gesehen, Tom? Naja, massenhaft sehe ich Neger. Jeden Tag. Aber wenn du den meinst, den du zu meinen scheinst, den habe ich gesehen. Wo? Na, sag schon, wo? Ach so, 2 Meilen weiter unten am Fluss, wo Silas Phelps wohnt. Jedenfalls war das so ein weggelaufener Nigger. Den haben sie erwischt. Was ist denn mit dem? Ach, ich bin ihm im Wald in die Quere gekommen und da hat er gesagt, wenn ich anfange zu schreien, schneidet er mir die Kehle durch. Da brauchst du keine Angst mehr zu haben. Sie haben ihn gleich in Ketten gelegt. $300 Belohnung waren auf ihn gesetzt. $300? Mhm. Ja, die hätte ich mir auch verdienen können, wenn ich nur ein bisschen stärker gewesen wäre. Wer hat ihn denn gefangen? Na, so ein Alter. Ein Glatzkopf mit einem, den er immer Herzog nannte. Aber er hat sein Anrecht auf die Belohnung gleich für $40 verkauft. An Silas Phelps. Los, gib mir mal einen Prem. Ich hab keinen. Mach's gut. Hey, wo rennst du denn hin? Huck hat nur noch einen Wunsch. Er muss Jim befreien. Er weiß noch nicht, wie er es anstellen wird, als er bei der Farm von Silas Phelps anlangt. Aber irgendeine Lösung wird sich schon ergeben, wenn er erst mal ausgekundschaftet hat, wo Jim gefangen ist. Er klettert über die Stufen in den Hof und erschrickt vor der Hundemeute, die sich auf ihn stürzt. Eine kräftige, sympathische Frau kommt vom Wohnhaus auf Huck zu, umarmt ihn lachend, küsst ihn ab, als sei er schon lange erwartet. Huck hat das Gefühl, dass ihn Mrs. Phelps mit irgendjemandem verwechselt. Ist das eine Überraschung? Endlich bist du da, mein Junge. Lass dich doch mal anschauen. Ach, du siehst deiner Mutter aber gar nicht ähnlich. Nee? Ach du lieber Gott, was macht das? Ich freue mich ja so, unser Neffe Tom. Ich werde dir schnell ein warmes Frühstück machen, Tom. Oder hast du schon auf dem Dampfer gefrühstückt? Ja, auf dem Dampfer. Ja, ich hab schon gefrühstückt, Madame. Ach, sag nicht Madame, sag Tante Sally zu mir. Gut, Tante Sally. Wir haben dich ja schon vor ein paar Tagen erwartet. Onkel Silas ist jeden Tag zur Anlegestelle gefahren, heute auch. Du bist ihm nicht begegnet? Ja. Ach, Onkel Silas? Ja. Nein, ich bin schon vorher ausgestiegen. Flussabwärts ein Stück, der Kessel ist nämlich explodiert. Ist der Kessel? Hm? Von deinem Dampfer? Ja, explodiert. Ist jemand verletzt worden? Nein, niemand. Na, das ist ein Glück. Und dein Gepäck? Ach, das habe ich da am Ufer gelassen. Aber das kann dir gestohlen werden. Ach, wo ich's versteckt habe, nicht. Na komm, iss erst mal was. Du hast mir doch sicher eine Menge zu erzählen, ja, wie's zu Haus geht und was sie dir an mich aufgetragen haben. Da kommt Onkel Silas zurück. Also, versteck dich. Hinter der Tür. Wir wollen ihn überraschen. Wieder nicht gekommen. Er wird doch nicht verunglückt sein. Du, vielleicht hast du ihn verfehlt. Nun mach mich nicht verrückt, Sally. Ich hab ihn nicht verfehlt. Sieh mal, kommt da nicht einer die Straße lang? Komm schnell her, Tom. Ich sehe keinen. Da bin ich. Guten Tag, Mr. Phelps. Nanu, wer ist denn das? Na, wer wird's schon sein? Keine Ahnung. Doch nicht etwa. Natürlich, Tom Sawyer. Ja. Dein Neffe Tom Sawyer. Huck muss wohl das blödeste Gesicht seines Lebens gemacht haben. Er wird mit Tom verwechselt. Jedenfalls erzählt Huck erst mal 2 Stunden alles Mögliche und Unmögliche über Tom und die Familie. Dann aber ist er urplötzlich aus dem Haus. Er hat das Signal des Dampfers gehört, der sich der Anlegestelle nähert. Bevor Huck den Fluss und den Dampfer erreicht, kommt ihm Tom Sawyer entgegen. Tom starrt Huck an wie eine Erscheinung. Er müsste doch tot sein. Huck hat keine Zeit, sich an Toms Erschrecken zu weiden. Er lebt munter und vergnügt, während Jim auf Onkel Silas Farm in Ketten liegt. Obendrein hält ihn die ganze Familie für Tom. Was soll man da tun? Toms Freude über das Wiedersehen ist groß. Am meisten aber gefällt ihm das Abenteuer, das auf sie wartet. Denn Jim muss befreit werden, das ist klar. Huck wird seine Rolle weiterspielen und Tom wird sich als Bruder von Tom, als Sid Sawyer, bei Tante Sally einführen. Eine größere Freude kann er ihr und Onkel Silas nicht machen. Aber wo um alles in der Welt steckt Jim?
Wo steckt Jim? Tom und Huck schleichen einen ganzen Tag herum und beobachten alle Vorgänge auf der Farm. Tom hat etwas bemerkt. Weißt du, Huck, wir sind Schafsköpfe. Wieso? Ja, ich weiß, wo Jim steckt. Ja, na und? In der Hütte da unten beim Aschenhaufen. Hast du nicht gesehen, dass ein Neger mit Essen reinging? Doch, aber ich dachte, das ist für einen Hund. Hund, es waren Wassermelonen dabei. Und ein Hund frisst keine Wassermelonen. Nö. Na, wenn wir sicher sind, dass Jim da drin steckt, holen wir meinen Floß von der Insel, holen Jim raus in der Nacht und fahren den Fluss runter. Glaubst du, dass das geht? Ja, klar geht das. Aber das ist alles zu einfach. Wieso? Ja, was hat denn das für einen Sinn, wenn es nicht ein bisschen aufregend ist? Aufregend? Ah, hier muss schon lange kein Neger mehr geklaut worden sein. Sonst wären sie vorsichtiger. Kein Wächter ist da, der betäubt werden muss. Es ist alles so einfach, dass man jede Schwierigkeit erst erfinden muss. Wir müssen was suchen, woraus wir eine Säge machen können. Eine Säge? Ja, wir müssen das Bein absägen von dem Bett, damit wir die Kette, mit der Jim angeschlossen ist, loskriegen. Ja, aber wir brauchen doch bloß die Bettstelle hochzuheben. Ach, also du bist ein Rindvieh, Huckleberry Finn. Sag mal, hast du noch nie ein Buch gelesen? Eins über Baron Trenk oder Cellini oder ein anderes Heldenbuch? Richtige Autoritäten machen das so. Sie sägen so ein Bein durch, schlucken die Späne. Schlucken? Ja, und in der Nacht, wo alles soweit ist, da gibt man den Beinen Stoß, streift die Ketten ab, wirft die Strickleiter aus dem Fenster, steigt raus aufs Pferd und ab geht's. Ja, als erstes brauchen wir Werkzeuge. Ja, Gott, wozu denn das? Na, zum Graben, willst du ihn rausnagen? Hier stehen doch genug Hacken und Schaufeln rum. Also wenn du noch ein bisschen Grips im Kopf hast, Huck, dann sag mir, wie ein Held mit sowas zu Ruhm und Ehre kommt. Hacken und Schaufeln. Ein paar große Küchenmesser brauchen wir und noch anderen Kram aus Tante Sallys guter Stube. Mein Gott, das ist doch reiner Blödsinn, Tom. Das dauert doch ewig. Aber den anderen Weg gibt's nicht. Na, denk doch mal an den Gefangenen bei Alexander Dumas. Na, was meinst du, wie lange der gebraucht hat? Anderthalb Monate. Anderthalb Monate. 37 Jahre. Und dann ist er in China rausgekommen. Ja, aber Jim kennt doch gar keinen in China. Außerdem, das wird er ja nicht überleben. Also nur lenkt doch nicht immer ab. Onkel Silas wird sowieso bald raus haben, dass Jim der Neger der Witwe Douglas ist. Da können wir nicht so viel riskieren. Weißt du was, wir machen schnell und tun dann so, als hätte es 37 Jahre gedauert. Ja, das ist gut. Tun als ob, das kostet ja nichts. Meinetwegen kann es dann auch 38 Jahre gedauert haben. Aber Jim muss morgen raus. Hallo, Tom, Sid, kommt essen. Beim Essen erfahren die Jungen, dass Onkel Silas die Absicht hat, den Neger Jim, dessen Besitzer sich nicht meldet, in den nächsten Tagen zu versteigern. Das bringt Tom auf den Gedanken, einen anonymen Brief zu schreiben, in dem steht, dass eine gefährliche Bande den Neger rauben will. Tante Sally verliert fast den Kopf. Aber Onkel Silas ruft am anderen Nachmittag die umliegenden Farmer zu Hilfe. Jim wird von den Jungen verständigt, dass sie ihn in der Nacht befreien wollen. Während sich gegen Mitternacht die Farmer bei Onkel Silas versammeln, um sich auf den vermeintlichen Überfall vorzubereiten, schleichen Tom und Huck aus dem Haus. Los, Huck, wir müssen uns beeilen. Hinter die Hütte. Mach auf. Verfluchte Riegel klemmt, Tom. Ach, warte, ich nehme die Axt. So. Jim, rasch hier raus, komm. Huck. Los, weg. Aber so schnell es geht. Tja, jetzt fehlt uns dein Pferd, Tom. Nun quatsch jetzt nicht, Huck. Sie kommen schon vom Haus her. Los, da rechts über den Zaun. Zum Fluss, Jim. Leuchte doch mal. Verflucht der Neger ist weg. Da renn doch welche zum Zaun. Die Hunde los. Hinterher. Die Männer stolpern auf dem Hof durcheinander. Huck, Tom und Jim aber erreichen das Floß und schieben es in den Strom. Jetzt bist du ein freier Mann, Jim. Jim hat große Angst gehabt. War aber fein ausgedacht von Tom und gut gemacht von Huck. Konnte überhaupt nicht besser gehen. Ich hab sogar noch was abgekriegt. Ich glaube, eine Kugel hat mich am Bein erwischt. Was? Oh, fabelhaft.
Hab überhaupt nicht damit gerechnet. Bist du verrückt, Tom? Zeig mir Bein, Tom. Sieht nicht gut aus. Muss rasch verbunden werden. Jim, wirf Hemd nehmen. Ach, die Schramme. Na, gib her den Fetzen. Das mache ich selber. So, nur trödelt nicht. Wir müssen auf die Insel da drüben. Noch in der Nacht aber beginnt Tom zu fiebern. Huck beschließt, einen Arzt aufzutreiben. Jim bleibt bei Tom zurück. Er kühlt ihm die Stirn, erneuert den Verband. Inzwischen bringt Huck den Arzt zum Fluss und erzählt ihm was von einer zufällig losgegangenen Flinte. Er will ihn zur Insel rudern, aber der Doktor heißt ihn, am Ufer zu bleiben. Während Huck auf die Rückkehr des Arztes wartet, erwischt ihn Onkel Silas und schleppt ihn zur Farm. Tante Sally ist völlig aus dem Häuschen, denn niemand weiß, wo der vermeintliche Sid steckt. Huck aber schweigt. Schweigt, bis der Doktor auftaucht. Er und Jim tragen eine provisorische Bahre, auf der Tom liegt. Tante Sally schlägt die Hände überm Kopf zusammen. Beim lebendigen Gott, Silas, das ist doch Sid. Sid! Doktor, was ist denn? Ist er tot? Beruhigen Sie sich, Mrs. Phelps, beruhigen Sie sich, er lebt. Ach, Gott sei Dank. Hat nur ein bisschen Fieber, weil ihn ein Schuss am Bein verletzt hat. Ein Schuss? Tragt ihn in sein Zimmer. Das ist ja auch der Neger. Silas, der Neger ist wieder da. Na, ich bin noch nicht blind, Sally. Tom, Tom. Ja? Bring den Neger sofort in den großen Schuppen und schließ ihn da ein. Mach ich, Onkel Silas. Na, warte, ich mache das selbst. Erlaubt mir ein Wort, Silas. Ja. Seid nicht härter mit ihm als unbedingt nötig. Er scheint kein schlechter Kerl zu sein. Als ich den Jungen auf der Insel fand und sah, was mit ihm los war, hockte der Neger neben ihm und weinte. Und schwor in einem fort, es sei nur seinetwegen geschehen, dass Tom und der andere ihr Leben gewagt hätten, um ihn zu befreien. Mhm. Ja, und er hat mir geholfen, wie ich bei so einer Arbeit in meinem Leben noch keinen Neger gesehen habe. Der Bursche hat eine anständige Behandlung verdient, Silas. Huck strahlt übers ganze Gesicht bei den Worten des Doktors. Er hilft, Tom in sein Zimmer zu bringen. Rasch holt er ihm was zu trinken aus der Küche, denn Tom hat einen irrsinnigen Durst. Wo ist denn? Huck! Wo ist das los? Alles in Ordnung, Tom. Schlaf jetzt. Und Jim? Dem geht's gut. Fein. Jetzt sind wir gerettet. Hast du es Tante Sally erzählt? Was denn erzählt? Wie die ganze Geschichte gewesen ist. Welche Geschichte denn? Sid. Du heißt doch Sid. Tante Sally, hat dir Huck denn nichts erzählt? Huck? Was denn für ein Huck? Ach, du meinst Huck. Ja. Na, ihr Halunken, mich so zum Narren zu halten. Onkel Silas wird euch morgen das Fell gerben. Oh. Ja, Jim hat mir eben die ganze Geschichte erzählt. Ja? Von euch erfährt unser einer ja erst was, wenn ihr halb tot seid. Aber dafür kann ich euch verraten, dass euer Jim schon seit 2 Monaten frei ist. Was? Ja, die Witwe Douglas ist gestorben und hat so in ihrem Testament bestimmt. Die Befreiung hättet ihr euch sparen können, wenn ihr nur einen Ton gesagt hättet. Der Brief, aus dem ich es erfahren habe, liegt schon lange unten im Wohnzimmer. Und du, Huck, du bleibst bei mir. Wir werden dich adoptieren, Onkel Silas und ich. Und dann werden wir einen anständigen Menschen aus dir machen. Aber Tante Sally, das ist dir doch längst... Ach, du bist still und kurierst dich erst mal aus. Und wenn ihr Streiche anstellen wollt, dann bitte unten am Fluss und nicht auf der Farm. Und Jim kriegt den Auftrag, auf euch aufzupassen, damit ihr es nicht zu toll treibt. Und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Tante Sally. Nacht. Huck? Huck? Hm? Du, Huck, wir müssen überlegen, wie er mich entführt. Was? Du und Jim. Ach, hör auf mit dem Quatsch. Mensch, Huck. Mit dir ist rein gar nichts mehr anzufangen, seitdem du der Sohn von Silas Phelps bist. Du? Tom Sawyer? Was ist denn? Du hast Fieber. Glaube ich nicht. Doch. Wenn du meinst. Weißt du was?
Werd gesund, und dann schaffe ich dich mit dem Floß nach Hause. Wird gemacht. Aber mit einem kleinen Umweg. Ich weiß, über den Atlantischen Ozean. Natürlich. Und den stillen Ozean. Und den Pazifischen Ozean. Und das alles mit dem Floß? Natürlich. Mit dem Floß.